Wenn man gerade von ungespielt redet, da kommt er schon. Und da ist ein German Let's Play. Hallo German Let's Play. Hallo, Nadelnudel. Was ist mit dir? Du auch? Komm. Komm, Double Kill hier. Bam. Hallo Leute, ich bin's wieder, Mr. HLP, zu einem kleinen weiteren Minecraft Survival Games und ja, diesmal live. Und jo, auf der Map geht ja San Andreas 64er. Ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber egal. Und ja, heute mit dem klitzekleinen Thema umgespielt und also allgemein, wie die Leute jetzt bekannt geworden sind oder allgemein dieser umgespielt Push, sage ich jetzt mal, also wie der jetzt so bekannt geworden ist. Und sonst wollte ich auch noch was mir jetzt aber gerade nicht einfällt. Ich bin mal wieder hier ultra schlau, super geil. Good luck. Oh, Ärger fehlt da. Und schnell rennen. Da rennen mal wieder alle hin zur Brücke. Aber das ist halt auch meine Route und da renne ich hin. Denn das ist das Einzige, was ich mag. Das Einzige, worauf ich stehe. Super geil. So, okay. Perfekt. Ich habe die Brücke für mich allein. Ja. Und da macht hinten eine gerade Musik. Stylisch. Ja, jedenfalls wollte ich halt jetzt was sagen über diesen Ungespielt-Push, sag ich mal. Nice. Na, was ist mit dir? Hast du leiden die richtig geschaut? Nein. Ah, Glück. So, okay, du rennst hier mal bitte schon vorbei. Tschüss. Ja, denke ich auch, dass das hier meine Sachen sind. Hey, hey, du, Skaten ist ja tabu. Hey, du, Skaten ist ja tabu. Okay, ja, jedenfalls halt über diesen Push von ungespielt, also nicht über den Push von ungespielt, sondern warum ungespielt denn jetzt auf einmal so beliebt geworden ist, weil er hat ja eigentlich angefangen, schon länger her, ich habe ihn schon mal gesehen bei 30.000 Abonnenten, ich glaube ja. Da hat er noch auf so Melon Games und so gespielt. Damals war der Server noch beliebt. Ja. Und ich renne hier jetzt gerade nur, um den Anfang gescheit zu machen. Meine Nase juckt, das nervt ein bisschen. Gehe ich mal kurz den Ungespielt davon erkillen? Wenn man gerade von Ungespielt redet, da kommt er schon. Und da ist ein German Let's Play. Hallo German Let's Play. Hallo, Nadelnudel. Was ist mit dir? Du auch? Komm. Komm, Double Kill hier. Bam. Easy. Und da kommt noch einer hoch. Komm, jetzt kriegen wir noch den Triple Kill. Nein. Ja, warum der jetzt eigentlich so beliebt geworden ist, ungespielt. Und darüber werde ich halt jetzt bei diesem Video probieren, euch etwas darüber zu reden. Ja, also früher hat der ungespielt angefangen, da gab es schon die Let's Player wie Gommel. Crafter. Aber damals waren halt die deutschen Let's Player noch nicht so, ich sag jetzt mal, bekannt, unter Anführungszeichen. Ups. Verdammt, ich weiß gerade nicht, ob das mein Minecraft zum Laggen bringt oder so. Oh, ungespielt. So viele Ungespielt-Skins heute. Ach, egal. Warum ungespielt jetzt so beliebt geworden ist, blablabla, ihr wisst schon. Und ja. Also da gab es halt, wie gesagt, Gomme. Und die anderen Let's Player und die haben halt miteinander noch nicht so viel gemacht. Da gab es noch nicht die Projekte wie Hexit, Hero und das Ganze halt. Und darum waren die halt eher so auf sich alleine gestellt. Manchmal haben die Survival Games Runden miteinander gemacht, aber das auch nicht so oft. Dann hat halt langsam sind halt so neue Let's Player dazugekommen. Was fällt mir jetzt da auf die Schnelle ein? Crowncrafter und die ganzen anderen. Keine Ahnung, ich kenne die alle nicht so gut, aber viele neue Let's Player sind halt dann dazugekommen und dann hat sich halt auch die Community der Let's Player vergrößert und ich glaube, die beliebtesten Kanäle auf YouTube sind eigentlich die Let's Play Kanäle. Also, keine Ahnung, könnt ihr ja mal nachschauen oder irgendwo, falls ihr da Näheres dazu wisst. Ja. Und so. Gibt's einen Charter? Ja. Da gibt's einen Charter. Junge, ist meine Nase behindert oder so? Okay, komm. Schärfe, nice. Okay, der hat einen Bogen. Nicht nice.
Oh lol, das hatte ich jetzt gerade gar nicht gesehen, dass der da auf mich zugekommen ist. Du suchst auch Fetzerei, hä? Ich habe ja auch sowas Gutes wie ein Eisenschwert. Bam, oder? Die Kombo des Todes. Zumindest ist er gestorben, darum war sie halt des Todes. So. Kettenbrustpanzer. So. Okay. So. Ich bleib mal lieber bei dem Dingschwert hier. Ja, denke ich schon. Aber das Eisenschwert nehme ich lieber noch mit. So. Okay. Und die sind dann halt dazugekommen, die anderen Let's Player. Und ungespielt war dann, der hat sich dann, also ich sag jetzt nicht eingeschleimt, aber naja, er hat dann halt so bei vielen anderen Let's Playern, da hat er noch nicht so viele Abonnenten, durfte er mitmachen. Und dadurch hat er erst halt mal auch die gewisse Aufmerksamkeit gekriegt. Und auf einmal, so von ein paar Tagen auf die anderen, von einem Tag auf den anderen, hat er auf einmal richtig viele Abonnenten. Also, man weiß einfach nicht warum, bla bla bla. Aber ich glaube, es hängt eindeutig auch davon ab, dass er ist wirklich sympathisch. Also ich finde es eigentlich, er ist eigentlich wirklich korrekt, ein korrekter Typ. Und darum mögen ihn, glaube ich, auch so viele Leute. Nice. Darum mögen ihn, glaube ich, auch eigentlich so viele Leute. Und aus dem Grund ist er wahrscheinlich auch so beliebt geworden. Und ja, jetzt überlege ich mir halt jetzt noch kurz, was ich dann noch dazu sagen kann. Ungespielt, bla bla bla, was sollte ich noch dazu? Oh, Full Iron, Full Iron, Full Iron. Ist das ein Team? Ja, fuck, Full Iron Team. Okay, shit. Und ja, dann werde ich vielleicht jetzt die Zeit noch nutzen, während ich hier wegrenne. Und über ein anderes Thema sprechen. Nämlich allgemein jetzt, was denn jetzt gerade so beliebt ist auf YouTube oder so, was die Leute gerne schauen oder so. Let's Plays sind jetzt sehr beliebt geworden. Das sieht man aber eigentlich auch. PewDiePie und so. Comedy ist aber auch sehr gut mit dabei. Das sieht man auch. Rebellion Johnson, Smosh. Die ganzen Leute sind halt so richtig bekannt. Und ja, die haben eigentlich auch ihre Abonnenten verdient, weil ich schaue die ja selber. Und darum haben sie es verdient, aber ich schaue. Ja, nur darum. So, ich probiere jetzt kurz die Leute, die hinter mir da gerade laufen, die auf den zu lenken. Na komm, hilf mir. Komm, wir können die 2v1en, 2v tun. Komm schon, Mavi. Nein. Oh, lol. Oh, what? Ah, er hat geleftet, was eine Pussy. Oh, die sind ausgewichen. Das war gerade nicht mit eingeplant. Aber GG. Oh. Ja, GG. Fuck. Junge. Das wäre wohl ein Giga-Facepalm. Naja, aber egal. Das Video hat eine gute Länge und so weiter und so fort. Aber ja, egal. Ich hoffe, ich habe jetzt einfach ja alles mal gesagt, dass Let's Plays und so immer beliebter werden. Ich rede zwar, weil ich das jetzt irgendwie so leicht quantiert habe, immer so irgendwie in der Schleife, aber ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Hier habe ich übrigens Eisenbrustpanzer, läuft bei mir. Und ja, dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja mal unbedingt eine positive Bewertung abgeben und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. IP und das Texture Pack stehen unten in der Videobeschreibung, falls ihr das wissen wollt. Und ja, für ein nächstes Commentary oder andere Videos solltet ihr mir unten mal ein Thema reinschreiben. Und ja, übrigens sollte ich vielleicht mal Hardcore weitermachen, weil ich habe gerade eher weniger Bock, lol. Hatte ja weniger Bock auf Minecraft Hardcore. Darum ist das Projekt offiziell eigentlich schon beendet. Außer ihr wollt es unbedingt nochmal sehen. Aber was ich nicht glaube. Jedenfalls sehen wir uns dann irgendwann beim nächsten Video. Also bis gleich. Bis gleich. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss, Koski.